Wie die Chancen für den Protest gegen den Kasper stehen. Also das Schöne am Wendland und an dem Widerstand dort ist ja, dass wenig geplant wird und viel selbstorganisiert stattfindet und es jede Menge Menschen gibt, die über das, was die Bundesregierung da gerade mit ihrem Ausstieg bis 2000 sonst wann abzieht, sehr unzufrieden sind und ich vermute mal auch mit einiger Tatkraft auf die Schienen und neben die Schienen und in die nähere Umgebung dieses potenziellen Endlagers, derzeitigen Zwischenlagers, aber eigentlich Katastrophe, bringen werden. Und der Widerstand wird, wie die letzten Jahre gezeigt hat, ziemlich großflächig, ziemlich vielfältig sein. Es gab immer Menschen, die sich an der Großdemonstration beteiligt haben, die in Dannenberg stattfindet am 26. November dieses Jahr. Es gab immer Menschen, die Aktionen an der Schiene gemacht haben. Schienencheck heißt es dann. Es gibt Menschen, die sich in den Camps aufhalten und von dort aus größere Aktionen wie Blockaden oder im letzten Jahr auch sehr verstärkt Schottern gemacht haben. Und es wird auch wieder eine große Blockade geben von x-tausend Mal quer, die auf dem Straßenstück, das zwischen Dannenberg und Gorleben selbst liegt, stattfinden wird. Genau, der Castor wurde im letzten Jahr 90 Stunden verzögert durch Aktionen, die entlang der ganzen Strecke von La Hague bis Gorleben stattgefunden haben. Diese Zeit gilt es zu toppen. Ja, also hin und was tun. Also wird ein vielfältiger Protest wieder erwartet. Wird es auch Busse aus Rostock ins Wendland geben? Aus Rostock sind auf jeden Fall Busse geplant. Man kann sich dafür bereits anmelden über Ökohaus e.V. Auf der Homepage www.lubminixda stehen die genauen Kontaktdaten. Die Busse fahren am Samstag zur Großdemo auf jeden Fall. Von dort aus kann man noch in Camps gehen oder schon zur x-tausender Querblockade und sich dort wieder mit anderen Rostockerinnen treffen oder sich anderen Gruppen anschließen, je nach Interessenslage. Und wir versuchen auch einen Bus zu mobilisieren, der schon eher fahren soll, und zwar Donnerstagabends, um eben noch mehr Zeit zu haben, im Wendland Aktionen zu machen. Schön und gut, aber wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ins Wendland zu fahren, aus Zeitgründen oder anderen Gründen, und trotzdem was machen möchte gegen die Castortransporte, was kann ich tun? Wer nicht direkt mitfahren möchte, hat natürlich die Möglichkeit, kleinere Aktionen vor Ort zu veranstalten, hier in Rostock. Das Ganze hier irgendwie auf die Straße zu tragen, ist sicherlich auch sinnvoll, weil es wichtig ist, das Thema einfach klar und aktuell zu halten, den Leuten klarzumachen, Atomausstieg heißt halt nicht nur irgendwann mal deutsche AKWs abschalten. Atomausstieg heißt auch wissen, was mit dem Müll passiert, heißt auch wissen, wo kommt das Uran überhaupt her, wie umweltfreundlich oder CO2-neutral ist der Atomstrom wirklich. Und heißt auch, dass eben noch weitere 11 Jahre oder 12 Jahre oder wie lange auch immer, das wissen wir ja noch nicht, dieser Müll hier durch die Gegend gefahren wird und damit ein sicher ernstzunehmendes Risiko darstellt. Also auch in Rostock geht was und auch schon zur Mobilisierung ins Wendland ist einiges geplant. Erzähl doch mal. Genau, es wird ab jetzt jeden Montag um 19 Uhr den sogenannten Atomalarm wieder geben. Das heißt, wir stellen uns auf den Uniplatz und machen jede Menge Lärm, schlagen Alarm und informieren Menschen. Wer Interesse hat, sich an der Gorlebenfahrt zu beteiligen, kann sich da gerne Infos holen. Dann werden wir ab November alle politischen Donnerstage im Peter-Weiß-Haus anwesend sein, nochmal kurz zur Fahrt einladen und für Fragen zur Verfügung stehen. Und dann wird es noch in der Woche zwischen dem 14. und 21. gibt noch keinen genauen Termin, eine größere Aktion mit Mahnwache und am Bahnhof geben. Genau. Ja, es gibt also einige Möglichkeiten, sich auch von Rostock aus gegen Atomtechnologien zu engagieren. Hast du noch irgendwie ein Schlussstatement? Abschalten. Ein Atomausstieg ist Handarbeit.